Einen wunderschönen Willkommen zu einer weiteren Folge von Die Säulen der Erde im zweiten Buch. Wir haben unserem Vater, den Graf Bartholomäus, gerade einen Schwur geleistet, dass wir nicht ruhen werden, bis wir nicht wieder Herr der Ländereien sind. Also sprich, dass Richard hier, ne, der Löwenherzige, dann Graf wird. Und natürlich, Aliena muss, leider Gottes die Rolle der Frau durchführen, ausführen, machen. Mir fehlen gerade die Worte dafür. Nichtsdestotrotz, wir werden Vater nie wiedersehen. Er will wirklich, dass wir gehen. Er wird hier sterben. Wir müssen jetzt gehen. Wir müssen jetzt gehen. Richard, wir müssen gehen. Wir müssen gehen. Wache! Öffne die Tür! Wir müssen jetzt gehen, komm. Und damit ist das Todesurteil besiegelt. Nein, wir haben mit diesem Kerl schon zu viel Zeit verschwendet. Ja. Ich glaube, der verantwortliche Priester, ne? Kommt der nicht nachher noch und will unser Geständnis haben? Also das Geständnis von Vater. So, wir gehen mal zur Feste zurück. Percy Hamley. Huch. Bischof Bollerin, guten Morgen. Ellie! Sie sind es, da drüben, die Hamleys! Ich danke euch für eure Unterstützung in Kingsbridge, mein Sohn. Wir haben euch zu danken. Ohne euch wären wir heute nicht hier. Stimmt's, Mutter? Natürlich. Jetzt steht da nicht so rum. Komm, wir gehen, aber ganz ruhig. Sie dürfen uns nicht sehen. Oh, Kinder, entschuldigt. Und so schließt sich jetzt der Kreis. Jetzt fehlt nur noch einer. Ah, hier ist er. Fahndungsplakat. Belohnung für die Ergreifung von Aliena und Richard von Shiring. Kinder des Verräters gegen die Krone Bartholomäus von Shiring. Vergehen, Pferdediebstahl und möglicher Verrat. Mädchen, schlank, lockiges braunes Haar. Junge, schmächtig, kurzes braunes Haar. Ihm fehlt ein halbes Ohr. Belohnung von 5 Kronen pro Kopf. Auslieferung an den Vogt von Shiring. Na toll. Ellie! Diese schrecklichen Leute wollen zusammen zum König gehen. Wir wussten das vorher, nicht wahr? Ja, sicher. Vater hatte recht. Die stecken alle unter einer Decke. Die Hamleys, der König, sogar die Kirche. Glaubst du, dass Vaters Priester auch dazu gehört? Wir müssen ihn erst finden. Dann werden wir es wissen. Vater gab sein Geld einem Priester am Westtor. Aber jetzt ist doch Stadthaus frei, oder? Es ist zu gefährlich, hier zu bleiben. So, da ist das Westtor. Da sind Mönche, Frauen. Hier ist noch ein Markt. Ich guck mal bloß kurz. Ritter. Ich glaube, ich weiß nicht, ob wir hier sterben können. Ich will es nicht riskieren. Deswegen... wir speichern mal wieder. Ich vermute mal, wenn wir uns bewegen, bewegen die sich auch? Guck mal, hier sind nämlich auch welche auf dem Markt. Wir haben nicht viele Möglichkeiten. Wir können nur zu den Frauen gehen und gegebenenfalls auch zu den Mönchen hier. Ah, seht euch diesen jungen, hübschen Mann an. guten Tag, meine Damen. So höflich. Und seht mal, er hat sogar einen Schmiss am Ohr. Gefällt dir, was du siehst, Kleiner? Aber sowas von. Du kannst uns alle beide haben, wenn du zahlen kannst. Habt ihr einen Priester gesehen? Unser Vater ist ihm hier am Westtor begegnet. Er schuldet uns Geld.
Au, von dem redest du? Daher hat er das ganze Geld. Was? Er hat Mary sogar das Kleid bezahlt. Erst wollte er ja nicht. Aber nachdem sie ihm den Kahlkopf gestreichelt hat. Wo ist der Priester? Wie heißt er? Weiß nicht, wie er heißt. Ihr findet ihn in so einer Kneipe. The Boar am Nordtor. Stinkt wie Pisse da. Soll ich's dir mal zeigen, Hübsche? Wie man mit einem Mann vögelt? Na. Mit einer Frau? Mit einem so süßen Mund könntest du ein Vermögen verdienen. Aber in einem Jahr siehst du aus wie ich. Ein Priester hat eine Menge Geld in einem Gasthaus namens The Boar ausgegeben. Na super. Wirken gesprächig für Mönche. Mönche. Manche Mönche. Was machen sie hier draußen? Entschuldigt. Oh, noch mehr Pilger? Wie wunderbar, Bruder Bernardus. Heißt das, wir können jetzt zur St. Swithin-Kathedrale gehen? So Gott will. St. Swithin wird meinen Fuß heilen. Oh! Und meine Augen, Bruder Bernardus. So Gott will. Aber wir sind keine Pilger. Wir suchen ein Gasthaus namens The Boar. Oh, könnt ihr es empfehlen? Deshalb sind wir nicht hergekommen, Brüder. Tut mir leid, Kinder. Wir sind nicht von hier. Wir sind hier, um am Schrein von St. Swithin zu beten. Gewiss wird St. Swithin auch dein Ohr heilen, mein Junge. So Gott will. Oh, au! Ich bin so froh, wenn mein Fuß geheilt wird. Kannst du schon die anderen Pilger sehen, Bruder Bernardus? Noch nicht, Bruder Peter, noch nicht. Okay. Ich glaube, wir sollten hier oben zum Gasthaus gehen. Den direkten Weg, bitte. Genau. Nein. Boah. Hier sind wir richtig, aber es ist geschlossen. Ach nö. Entschuldige bitte. Wir suchen einen Priester, der uns Geld gestohlen hat. Es heißt, dass er häufig hierher kommt. Ein Priester? Tut mir leid, Kinder, aber ich kann mich an keinen erinnern, auf den die Beschreibung passt. Aber dieser kleine Stallbursche könnte es wissen. Er kennt jeden, der hier kommt und geht. Wo können wir ihn finden? Wenn er nicht in The Boar ist, macht er Gelegenheitsarbeiten in der Stadt. Immer auf Zack, der kleine Kerl. Trägt eine grüne Mütze. Schnucklig, sage ich euch. Schnucklig, okay. Ein Stallbursche vom Gasthaus The Boar kennt den Priester vielleicht. Er trägt eine grüne Mütze. Okay. Haben wir hier irgendjemanden mit einer grünen Mütze? Na, super. Super. Da ist er. Ich werde mal hier wieder langlaufen. Wir sollten vermeiden, gesehen zu werden. Okay, hier ist der Stallbursche. Komm. Das kommt davon, wenn man mit Blödmännern arbeitet. Wie soll ich dieses Fass heben, wenn es zweimal so schwer ist wie ich? Lass mich helfen. Sehr eindrucksvoll. Vielen Dank dafür. Ich sag's Ihnen ja immer. Wenn ihr wollt, dass ich euch das Lager auffülle, dann macht die Fässer nicht so randvoll. Also, was wolltet ihr wissen? Kennst du einen Mönch, der häufig im Boar zu finden ist? The Boar? Ich hab da schon mal gearbeitet. The Boar, The Lazy Mare und zwei private Küchen. Ihr redet über Vater Ralf. Ich dachte, die Frauen hätten ihn bis aufs Blut ausgesaugt. Aber irgendwie ist er immer wieder mit mehr zurückgekehrt. Aber er gibt es nur für Bier und Frauen aus. Nie ein Trinkgeld für mich. Wo können wir ihn finden? Er ist Priester an St. Michael. Eine von den Kirchen hier. Wo ist sie? Nahe beim Osttor. Aber sucht ihn nicht am Altar. Er hängt meist in der Gasse dahinter rum. Danke, du hast uns sehr geholfen. Gern geschehen. Man sieht sich. Vater Ralf der Kirche St. Michael hat vermutlich unser Geld. Okay, die ist, da drüben. Da. Ich guck mal, ob wir hier langlaufen können, ohne Probleme. Sieht so aus, ja. Doch. Sieht so aus, dass wir hier langlaufen können. Seid ihr Vater Ralf? Und wenn's so wäre, was dann? Heißt das ja?
Ich denke schon. Er ist der einzige Mönch hier in der Gegend. Was wollt ihr? Ich bin der Sohn von Bartholomäus, dem Grafen von Shiring. Na und? Unser Vater hat Geld bei euch hinterlegt. Ich weiß nicht, wovon du redest. Wie meint ihr das? Wie ich es sage. Ich weiß nicht, wovon du redest. Und jetzt raus mit euch. Ihr seid dabei, eine große Sünde zu begehen. Wenn wir das Geld nicht bekommen, werden wir verhungern. Dann bettelt um Almosen. Ihr wisst es vielleicht nicht, aber viele Leute leben so. Ihr sagt also, es gibt kein Geld? Jetzt hast du es kapiert. Mein Vater hat aber gesagt... Dann hat er gelogen. Wir sollten mit dem Vogt reden. Es wäre mein Wort gegen das Wort eines Verräters im Kerker. Und jetzt lass mich in Ruhe. Ich hab Hunger. Er hat recht, oder? Wir brauchen einen Beweis, dass er lügt. Wir brauchen einen Beweis, dass er lügt. Zum Beispiel? Vielleicht hat er kürzlich was gekauft, was ein Mönch sich nicht leisten kann. Das ist gut, Ellie. Und dann? Keine Ahnung. Wenigstens sind wir dann sicher, dass er lügt. Vielleicht gibt er es zu, wenn wir ihn bloßstellen. Bist du sicher? Nein, aber man kann ihm ansehen, dass die Schuld an ihm nagt. Okay. Behalte ihn im Auge. Ich sehe mich mal um. Warum soll er die Sachen auf sich nehmen? Er hat die Möglichkeiten, das auch zu machen. Warum? Das Ostviertel von Winchester. Kleinen Moment mal. Da war ein Huster. Niemand nimmt Notiz von uns, okay? Hühnchen. Fette Hühnchen. So nah an einem Feuer. Oh. Das war ich nicht. Hier hat jemand anderes gerade geknurrt. Ein offenes Feuer zum Kochen verwendet. Man kann das Fleisch noch riechen. Ach, ich habe den ganzen Tag gefroren. Riecht nach ziemlich starkem Bier. Muss ein Vermögen gekostet haben. Darunter schaut ein Stück Leder hervor. Okay. Okay, mein Lieber. Er riecht nach Bier. In der Suppe schwimmt gutes Fleisch. Er weicht unseren Blick aus. In dieser Stadt hackt man Dieben die Hände ab. So macht man's in allen Städten. Man wird sie euch abhacken. Ihr habt keinen Beweis. Okay, Moment. Richard, du musst das... warte mal, der kann doch das Fass hochheben, oder? Können wir hier noch ein bisschen mehr rüberlaufen? Nee, ne? Doch. Ein bisschen. Richard, komm, heb das Fass hoch. Ich brauch das da unten. Ja. Sieh ihn dir an. Er ist nur ein verbitterter alter Mann. Mit dem kannst du es aufnehmen. Ich kann ihn nicht einfach berauben. Dann bring ihn dazu, dir zu gehorchen. Zeig ihm, wer der Herr ist. Du bist jetzt ein Graf. Handle wie einer. Ellie, ich weiß nicht wie. Die Leute respektieren uns nicht mehr. Ist schon gut. Lass mich nur machen. Er muss Angst vor uns haben. Aber wir sind nur Kinder. Wie sollte er? Das Problem ist, was haben wir denn? Wir haben ein Messer. Warte mal, also Dolch, Messer ist ja, glaube ich, ne? Aber Dolch haben wir. Hey! Oh, gehört das euch? Ich wusste nicht, dass ein armer Mönch sich sowas leisten kann. Du hast der Geldgürtel von Vater.
Der Geldbeutel fehlt. Richard, ich hab's gefunden. Oh nein. Das ganze Geld ist weg. Was jetzt? So, ich glaube, jetzt gibt's Ärger, mein Freund. Tut nicht so, als hättet ihr es nicht gesehen. Ich habe das hier unter eurem Fass gefunden. Ihr seid ein Dieb. Das Ding beweist gar nichts. Ihr scheint euch da sehr sicher zu sein. Vogt! Still, du dummes Girl. Der Vogt ist ein Bastard. Er wird alles selbst einsacken. Aber erst hackt er euch die Hände ab. Vogt, hin oder her, ihr kriegt euer Geld nie. Ellie, das führt zu nichts. Jedenfalls wissen wir jetzt, dass er nicht um Hilfe rufen will. Gebt uns das Geld. Es gehörte einem Hochverräter. Indem er es mir gab, hat er seine Schuld vor Gott bezahlt. Ja. Du bist es, der bezahlen wird, du Widerling. Ihr werdet doch keinem Kirchenmann wehtun. Nein, aber sowas von doch. Was tun wir am besten? Können wir mit dem Fass noch irgendwas machen? Kein Bier mehr für diese elende Kreatur. In der Suppe schwimmt gutes Fleisch. Ah ja, okay, das hatten wir. Wir könnten ihn ja mit dem Dolch bedrohen. Oder, warte mal, das wäre aber jetzt ein bisschen zu gemein, oder? Ich will lieber niemanden beunruhigen. Okay. Können wir nicht irgendwas machen? Habe ich irgendwas übersehen? Richard? Wir können nicht weg. Das heißt, es spielt sich alles hier noch ab. Tut nicht so, als hättet ihr es nicht gesehen. Das hatten wir doch schon. Ich habe das hier unter eurem Fass gefunden. Ihr seid ein Dieb. Das Ding beweist gar nichts. Ihr scheint euch da sehr sicher zu sein. Vogt! Still, du dummes Girl. Der Vogt ist ein Bastard. Er wird alles selbst einsacken. Aber erst hackt er euch die Hände ab. Vogt, hin oder her, ihr kriegt euer Geld nie. Ellie, das führt zu nichts. Ja. Jedenfalls wissen wir jetzt, dass er nicht um Hilfe rufen will. Das ist... Also wir kommen hier nicht mehr raus, derzeitig, ne? Also... Habe ich hier noch irgendwas übersehen? Nee, hier gibt's hier... warte mal. Können wir entweder das oder das Messer? Okay, das ist ein Kopfschütteln. Das Messer. Nein, aber es ist gut zu wissen, dass ich ihn habe. Na dann... Ich warne euch, ich habe Freunde in der Nähe. Wenn ihr schreit, dann zeige ich ihnen den biergetränkten Geldgürtel und sage ihnen, was für ein Lügner du bist. Du würdest mir nichts antun. Richard, stell dich da vorne hin. Was? Warum? Pass auf, dass niemand kommt. Was? Du bist ein Teufel! Jetzt steche ich euch die Augen aus. Eins nach dem anderen. Wow. Erst das linke. Nein! Bitte nicht! Wo ist das Geld? Hier! Ich hab's bei mir! 50 waren's. Vaters Geld. Der Priester hat einen Großteil bereits ausgegeben. Wo ist der Rest? Weg! Was soll das heißen, weg? Ich hab's ausgegeben. Wenn ich dein Ohr für einen Penny verkaufen könnte, ich würde es dir abschneiden. Nehmen wir den Rest und verschwinden wir. Na gut. Eines Tages komme ich wieder und dann rechnen wir ab. Die ist so knallhart.
Du warst wunderbar, Ellie. Der Kerl war halb tot vor Angst. Ja, jetzt komm. Vater will, dass wir zu Tante Edith gehen. Tja, aber er hätte es machen sollen. Er hätte es so tun sollen, ne? Und vortäuschen sollen und überhaupt. Wir sollen reisen. Das, liebe Leute, machen wir aber erst in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen und bis dahin. Euer Firefox.